Sehr verehrte Damen und Herren, schönen guten Abend zu Guten Abend TV. Zweiter Teil. Vom 3.1. Hilfe, es sterben Menschen. Wir sind nicht im Weltkrieg, Leute. Hallo? In einem Jahr sind dieses Jahr 34.791 Tote zu verzeichnen. So, mit oder an Corona. Okay. Und 470.000 sterben an allem anderen, was es noch gibt. Also, ich liebe so sehr Tee. Ja, 40.000 Tote bei 83, 40.000 Tote bei 83 Millionen, also nur 0,05. So, dieser Grippe. Also, haben 90% überlebt und überleben. Und wogegen soll man sich ja denn jetzt impfen eigentlich, wenn die Überlebenswahrscheinlichkeit so hoch ist? Total. Die Mutation wird wahrscheinlich immer eine Antwort sein auf Demos, kann ich mir gut vorstellen. Die Demokratie wurde wieder einmal durch ein Ermächtigungsgesetz außer Kraft gesetzt. Ermächtigungsgesetz Merkel Corona. Die Regierung ordnet ein Arbeitsverbot an, aber sie wollen nicht zahlen. Was ist mit den Geldern jetzt, Merkel? Wo sind die Kohlen? Kurwa Matsch. Im Bundestag müssen sie keine Masken tragen. Das haben sie beschlossen. Ja, für sich können die das beschließen. Aber die Kinder in Schulen müssen erfrieren und die Masken 8 Stunden lang anhalten. Selbst in der Pause. Nur zum Essen, zum Trinken können die mal kurz. Unfairer geht's nicht. Millionen Menschen haben den Glauben an die Regierung verloren. Also die politische Expertise von Merkel ist gerade so eine lächerliche Sache. Willkommen im Isolationsverschleppungsmodus. Wir hoffen, dass die Leute wählen gehen am 8. März in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, in Sachsen-Anhalt auch jetzt im Juni, in Berlin im September und die Bundestagswahlen auch im September. Leute, wählt diese Leute ab. Dann habt ihr es geschafft. Wenn ihr die nicht abwählt, wissen wir, dass die normalen Menschen, die dann jetzt hier leiden, so nicht die Schuldigen sind, sondern die. Ja, die mit dicken Portemonnaies wahrscheinlich so. Je härter die Maßnahmen, desto höher die Zahlen. Leute, ist das euch mal aufgefallen? In Zukunft werden die Impfungen gemischt mit allem Möglichen, was da auf dem Markt gerade angeboten wird. Also meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall erfundene Corona-Zahlen. Und die Elter-Kind-Partei, die wir ja unterstützen, so unsere Unterstützung dient immer den Schwächsten und immer den Schwächsten und privat verloren haben so. Also die Zerstörung der CDU, okay? Herr Vollmilch von Merkel macht, was sie will. Und zum Beispiel in Thüringen eine demokratische Wahl rückgängig machen lässt von ihren Trollen, Helfershelfern und Bücklingen. Genau. Die Mehrheit hat eher Angst vor den korrupten geistigen vor den korrupten Politikern als vor ja vor Corona. Die Raster der Corona-Zeugen. Es ist naiv und spalterisch zu sagen so, weil sie bei 100.000 Demonstranten 20 Nazis mitlaufen soll die ganze